Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, in wenigen Tagen ist Weihnachten, das wohl schönste Sinnbild unserer christlich-abendländischen Kultur. Und da sind wir schon mittendrin in der Kultur, denn so wie der Begriff Kultur im weitesten Sinne alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins beschreibt, so ist einer ihrer wichtigsten Bestandteile im engeren Sinne die Gesamtheit der künstlerischen Leistungen des Menschen. Der Begriff Kultur ist also gar nicht denkbar ohne den Begriff der Kunst. In der Kunst reflektieren sich unsere Geschichte, unsere Werte und unsere Visionen für die Zukunft. Sie ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil unserer Identitätsbildung, sondern auch ein wichtiger Faktor für das soziale und kulturelle, für die soziale und kulturelle Entwicklung unseres Gemeinwesens. Die Kunstförderung ist darum ein zentraler Bestandteil der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Staatlich finanzierte Kunstankäufe helfen, die künstlerischen Traditionen Sachsen-Anhalts als Erbe und Vision unserer schönen Heimat zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wenn der Staat aber seine Künstler durch den Kauf ihrer Kunstwerke unterstützt, dann haben die Bürger dieses Staates auch ein Recht darauf zu erfahren, welches Kunstwerk das Land zu welchem Preis angekauft hat. Und weil es diese Transparenz nach wie vor nicht in vollem Umfang gibt, lautet unser heutiger Antrag richtigerweise: Transparenz bei Kunstankäufen durch das Land Sachsen-Anhalt herstellen. Das Thema köchelt seit gut 2 Jahren auf kleiner Flamme vor sich hin. Die Kollegen Hövelmann und Kolb Jansen hatten bereits Anfragen zu diesem Thema an die Landesregierung gerichtet, mit mäßigem Erfolg, um nicht zu sagen, ohne jeden erkennbaren Erfolg. Es ist mit der Aufklärung in Sachen Kunstankäufe also eigentlich wie immer, wenn die SPD versucht, Politik zu machen. Das Scheitern ist vorprogrammiert, und das bestätigt sich bei einem Blick in die desaströse Arbeit der Ampelkoalition unter einem Kanzler, der so unglaublich transparent ist, dass man ihn glatt übersieht, wenn er sich im Bundestag wieder einmal anschickt, eine seiner inhaltsleeren Ausreden zu halten. Schaffen wir es aber, die mittlerweile sprichwörtlich gewordene Transparenz unseres Bundeskanzlers auf die Kunstankäufe durch das Land Sachsen-Anhalt zu übertragen, dann haben wir unserem Land tatsächlich einen guten Dienst erwiesen. Das wäre mal ein schönes Weihnachtsgeschenk an alle Bürger unseres Landes. Doch zurück zum Thema. Die Frage der Transparenz gegenüber dem Bürger endete im Rahmen der bereits erwähnten Anfragen noch mit den Hinweisen, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch oder die Namen und Daten zu den Kunstwerken werden nicht veröffentlicht. Das entspricht in etwa der Position unseres Kulturministers, der ausweislich des MDR-Beitrages vom vergangenen Freitag erklärte, dass die Arbeit der talentierten Künstler durch den staatlichen Ankauf seit 1991 unterstützt und sichtbar gemacht werde. Nun, unterstützt wird sie durch den Ankauf, in der Tat. Aber sie wurde bis zum Antrag der demokratischen AfD-Fraktion nicht sichtbar gemacht, zumindest nicht in der Form, wie es erforderlich wäre, um guten Gewissens von Transparenz reden zu können. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, die genauen Umstände der Ankäufe zu erfahren. Und die demokratische AfD-Fraktion hilft dem Bürger, diese Ansprüche durchzusetzen. Beim MDR wird Herr Hövelmann übrigens mit folgender Aussage zitiert: Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf zu erfahren, wofür die Steuergelder ausgegeben werden. Man höre und staune. Herr Hövelmann vertritt die Position der AfD. Und wieder einmal zeigt sich die Kraft unserer politischen Arbeit. Wir sind längst nicht mehr so schwach, wie Sie es gern hätten. Die AfD wird stärker mit jedem Tag, an dem Sie und Ihresgleichen gegen das eigene Volk Politik machen. Und wir werden mit der Unterstützung unseres geknechteten Volkes und mit Gottes Hilfe dafür sorgen, dass sehr bald in diesem Lande wieder Politik für das eigene Volk gemacht wird. Und, oh Wunder, nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass die demokratische AfD-Fraktion das Thema Transparenz bei Kunstankäufen auf die Tagesordnung dieses Plenums gesetzt hatte, kam plötzlich Bewegung in die Sache. Ohne Vorankündigung veröffentlichte nämlich das Landesverwaltungsamt am vergangenen Freitag eine Liste mit den Namen und Daten zu den Kunstankäufen in den vergangenen 9 Jahren. Na, wo gibt's denn sowas? Über diese plötzliche Veröffentlichung zeigte sich sogar der Verband Bildender Künstler verwundert,
dessen Geschäftsführerin Ruth Heftrich dem MDR sagte, ich sehe, dass hier so eine Ad-hoc-Veröffentlichung stattgefunden hat, aus einem gewissen öffentlichen Druck heraus. Richtig erkannt, Frau Heftrich. Und vielen Dank an die demokratische AfD-Fraktion in diesem Hause, denn ohne unseren Antrag gäbe es weder die Veröffentlichung des Landesverwaltungsamtes noch die heutige Diskussion. Mit der Ad-hoc-Veröffentlichung wurde versucht, den perfekt ins Ziel gesetzten Antrag der demokratischen AfD-Fraktion ins Leere laufen zu lassen. Aber damit nicht genug. Denn nicht bestellt und trotzdem geliefert, flattern uns gestern doch gleich noch zwei an inhaltlicher Unterernährung darbende Alternativanträge auf den Tisch. In dem ersten versuchen die Grünen auf einem hektisch zusammengeschusterten Floß schwimmunfähiger Plattitüden Fahrt aufzunehmen. Diese werden ergänzt um den überflüssigen Vorschlag, die Empfehlungen des Kunstbeirates zu veröffentlichen, was nun wirklich niemand braucht, oder um den von uns kopierten Rat einer jährlichen Ausstellung der angekauften Kunstwerke. In dem zweiten segelt die Regierungskoalition der demokratischen AfD-Fraktion mit einer abgetakelten Jolle inhaltsleerer Formulierungen hinterher. Sie möchte, wir lesen und wundern uns nicht, ebenfalls eine stärkere Präsenz der Landeskunstsammlung in öffentlichen Ausstellungen. Meine Damen und Herren, Sie alle kentern in der Bugwelle, die die Superjacht der demokratischen AfD-Fraktion, durch das blaue Meer einer glücklichen Zukunft zieht. Oder, um es mit den Worten der Kollegin Ziborra Seidlitz gestern hier im Plenum zu sagen, Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung, man muss es eben nur können. Dem will ich mich gern anschließen, Frau Ziborra Seidlitz, und hinzufügen, die Grünen können nicht mal das. Und zu allem Überfluss hat gestern unsere geschätzte Kollegin Czernich-Weißke dann auch noch vorgeworfen, wir hätten unseren Antrag zur Sanktionierung unbefugten Trackings von der Justizministerkonferenz kopiert. Mal ganz abgesehen davon, dass das nicht stimmt, sollte doch nicht mit Steinen werfen, wer selbst im Glashaus sitzt, nicht wahr, verehrte Kollegin, gerade nicht anwesend. Schauen wir uns den Alternativantrag der Regierungskoalition und damit also der CDU an, so stellen wir nämlich fest, dass dieser gekleidet in ein Gewand der Täuschung inhaltlich unserem Antrag bis aufs Haar gleicht. Es gibt eben nur eine Alternative zu Ihrem politischen Unvermögen, und das ist die Alternative für Deutschland. Wenn nun also die Staatskanzlei den Bestand der Landeskunstsammlung Schritt für Schritt öffentlich macht, dann gehört dazu selbstverständlich auch die Veröffentlichung der einzelnen Ankaufspreise. Es gibt nämlich keine datenschutzrechtlichen Gründe, die einer solchen Veröffentlichung entgegenstehen. Und das weiß die Regierungskoalition, die die Veröffentlichung der Kaufpreise unter die längst erfüllte Bedingung der rechtlichen Hinweise unseres Datenschutzbeauftragten Herr Kurhaus stellt. Ihre durchsichtigen Versuche, die Arbeit der demokratischen AfD-Fraktion wieder und immer wieder zu boykottieren, sie zu diskriminieren und zu bekämpfen, sind aber letztlich zum Scheitern verurteilt. Und diese Erkenntnis frisst sich unaufhörlich Bahn in Ihren Köpfen, wie ein Virus, gegen das es keine Impfung gibt. Sie sind die vulnerablen Gruppen des politischen Establishments. Ihre Zeit läuft ab. Was Sie hier pflegen, das ist deswegen auch nichts anderes als parlamentarische Unkultur. Sie erweisen dem demokratischen Rechtsstaat einen Bärendienst nach dem anderen. Sie stecken fest in der Zwangsjacke Ihrer eigenen Intoleranz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Machen Sie nur weiter so. Die Brandmauer steht bereits in Flammen und die Quittung erhalten Sie bei den nächsten Wahlen. Machen wir darum nun Schluss mit der sinnlosen Geheimniskrämerei um die Kunstankäufe, sorgen wir für Transparenz zum Wohle und Nutzen unserer Bürger und vor allem auch zum Wohle der Künstler, die unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.